Du musst ins Markt holen, dafür brauchst du eine zwittige Gestalt, rekrutiere einen Dieb. Ja. Auf dem Weg. Ach, doch, dass er nicht entdeckt wird. Das wird schwierig. Was habe ich mit deiner Lage zu tun? Natürlich. Sofort. Okay, warten wir ab. Wo geht ihr jetzt hier lang? Tja, das könnt ihr vergessen, Freunde. So. So gut wie erledigt. Wie ihr wünscht. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Nee, wirklich, wie wollen wir mit dem Dieb hier reinkommen? Alle Tore sind bewacht. Wir brauchen eine Ablenkung. Nein! Lasst das! Schaffen wir eine Ablenkung. Sofort. Zwingen die Truppen hier weg von der Mauer. Ansonsten fegen wir sie einfach runter von den Zinnen. Außerdem würde ich den echten Spielstand anlegen. Nur um ganz sicher zu gehen, dass uns nicht irgendwann die Mittel ausgehen, das hier abzuwehren. Wir werden angegriffen. Nicht aufgeben! Schon unterwegs. Zieh dich zurück. Vorwärts. Schon unterwegs. Verstanden. Stürmt los. Nicht aufgeben. Fegt sie von den Mauern. Schon unterwegs. Ei. Verstanden. Angriff. Alles klar. In den Kampf. Wie ihr wünscht. So, wir müssen das Ganze auf reguläre Geschwindigkeit laufen lassen, ansonsten unterlaufen uns nur Fehler. Hm. Wie ihr wünscht. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Unser Dieb wurde entdeckt. Ja. Und er wird direkt erschossen. Okay. Laden wir. Wir müssen das Gebiet einfach komplett leer schießen. Okay, Gruppe 4. Gruppe 1. Gruppe 2. Gruppe 3. Jawohl. Jawohl. Stürmt los. Zum Angriff. Ein Knopf zu haben, all die relevanten Truppen auf einen Schlag auszuheben, ist eine ganz gute Sache. Auf euren Befehl. Angriff. Nicht aufgeben. Vorwärts. So, dann werden die Truppen nicht von den Zinnen runterfegen. Jawohl! In den Kampf! Kommen wir hier nicht durch. Kämpft weiter! Nicht aufgeben! Kämpft weiter! Alles klar. Wir scheinen hier morgen auch nicht neu zu belegen. Zumindest eine gute Sache. Jawohl! Verstanden. Wie ihr wünscht. Nicht aufgeben! Unsere Truppen werden angegriffen. Verstanden. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. In den Kampf! Das Lagerhaus ist voll. Auf die Mauern, Männer! Moment, könnt ihr einfach auf die Mauern hoch? Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Das war ganz schön lustig. Jawohl! Stürmt los! In den Kampf! Vorwärts!
Jawohl! Die besetzen ihre Mauern nicht neu. Das ist zumindest eine gute Sache. Alles klar. Nicht aufgeben! Schon das unterwegs. Lagerhaus ist voll. Sofort! Okay, die Armee ist einfach kurz mal schon fast um die Hälfte reduziert worden bei der ganzen Aktion. Sofort. Natürlich. Wie ihr befehlt. Ja. Ja. So, ganz klammheimlich dahin. Sofort. Sofort. Ja. Sofort, wie ihr befehlt. Alles tun, nicht mehr der Welle zu, der Truppen zu kommen. Sofort. Natürlich. Und jetzt geht's abliefern. Armee 1 und 2 und 3 können sich zurückziehen. So, und sie werden wieder aufgefrischt. Sofort! Alles klar. Ihr könnt hier rüber gehen, euch da wieder frischen lassen. Oh, da ist eine neue Armee aufgetaucht, die jetzt hier angreifen will. Unser Dieb hat ihre Burg ausspioniert. Nun können wir sehen, was sie vorhaben. Gut gemacht, jetzt ist das Kleine in Sicherheit. Sofort! Du verdammtes Halbstück! Sofort. Du hast mir den Verrat geschuldet. Ja, warte, ich werde dich aufschlitzen. Wer ist mit Nein? Wieder, wenn du eine Burg nicht verlassen kannst? Ich werde dich zur Rechenschaft ziehen. Du Missgeburt. Mistgeburt vor allem. Männer, vernichtet sie alle. Ich werde die Welt von diesem Schandfleck befreien. Vernichten wir den Herzog. Armee 1. Armee 2. Schon unterwegs. Armee 2. Alles klar. So, lassen wir ihn zuerst einmal selbstmörderisch in unsere Verteidigungsanlagen reinrennen. Auf dem Weg. Unser überfülltes Lagerhaus wird übrigens für Probleme sorgen, wenn wir nicht ein bisschen was verscherbeln. Ein Karren wurde ausgesandt. Okay, das ist so viel dazu. Ei! Die brauchen erstmal einen Munitionskarren. Alles klar. Ei. Kämpft weiter. Vorwärts. In den Kampf. Okay. Erobert das Ziel! Schnappt euch den Karren! Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Da haben die Bresche geschlagen. Die absoluten Eiskalten hier. Nicht aufgeben. Aber das ist kein Problem, wir ziehen von der neuen Mauer hin. Jetzt. Die Überzahl macht uns doch zu schaffen. Hinauf und hinüber! Kämpft weiter! Kämpft weiter!
Wir schlagen es trotzdem durch. Kämpft weiter! Stürmt los! Nicht aufgeben! Okay. Das ist alles geregelt. Klar. Wir brauchen einen Haufen neuer Katapulte nach der ganzen Aktion. So. Alles klar. Wie ihr wünscht. Ja, viel Spaß dabei, das nochmal zu machen, Freunde. Nein. Gib den her. Sofort. Schon unterwegs. Mehr Bogenschützen. Mehr Schwertkämpfer. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Ei! Armee 2. Armee 1. Armee 1. Armee 3. Nein. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Wir müssen das jetzt ausdünnen. Wie ihr wünscht. Huch, wieso seid ihr hier? Auf euren Befehl. Befehl verstanden. Es gibt kein Zurück. Schon unterwegs. Zum Angriff! Es gibt kein Zurück. Angriff. So. Zum Angriff. Dünnt sie aus. Nicht aufgeben. Angriff. Kämpft weiter. Alles klar. Jawohl. Zum Angriff. Okay. Geschwindigkeit regeln. Ja. Bringt die Katapulte rüber. Sofort. Ei, wie ihr wünscht. Beschützt dieses Ziel. So, wir nehmen unser Katapult, weil sicher ist sicher. Jawohl. Mit drei Katapulten kommt man immer ganz gut durch die Welle, wenn sie so schlecht verteidigt sind wie die hier. Angriff! Alles klar! Jawohl! Ganz wie ihr wünscht! Und dann können wir Handel treiben. Befehl verstanden. Was meinst du mit, dann können wir Handel treiben? Wollen wir bitte noch weitere eure weltlichen Dinge herholen? Wir werden angegriffen. Jawohl, ganz wie ihr wünscht. Stürmt los! Vorwärts! So, netterweise habt ihr auch Munitionskarren hier einfach rumstehen. Aber verabschiedet euch von eurem Lagerhaus. Es gibt kein Zurück. Schnappt euch den Karren. Nehmt alles mit. In den Kampf. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Arbeitet, was ihr könnt. Munitionskarren.
Nicht aufgeben! Erobert das Ziel! Nicht aufgeben! So. Und der Kampf war beendet. Als die Festung fiel, umhüllte sie ein schwarzer Nebel. Als sie sich verzog, war von der Ruine keine Spur mehr zu finden. Oh. Die Festung des Herzogs ist gefallen, aber ich habe ihn nicht gefangen nehmen können. Kalter schwarzer Nebel umhüllte die Burg und der Herrscher bleibt unauffindbar. Wo kam dieser Nebel nur her? Aber was hat es mit dem Kloster auf sich? Ich habe inzwischen mit der alten Mutter gesprochen. Als der Herzog euren Vater töten ließ, verfluchte ihn dessen Seele. Vermutlich ist der Herzog mit der Burg unter seinem Burguntergang. Der Nebel, vielleicht war es. Letztes Mal zu schnell, habe ich das Gefühl. Der Geist meines Vaters, der ihn geholt hat. Das hört sich hochgradig heretisch an. Huch, fortsetzen. Ah. Können wir jetzt in den Kloster Handel treiben? Na gut, wir sind schon Handelspartner, aber... Technisch gesehen können wir beim Kloster vorbeischauen, Sachen vorbeibringen. Das Lagerhaus ist voll. Sofort. So, Schwarzburg ist erobert. Ich habe gewissermaßen aus Versehen auf den Fortsetzungsknopf gedrückt. Befehl verstanden. Sofort. Alles klar. Ganz wie ihr gut. Wünscht. Wir haben ein Territorium eingenommen. Das wäre dann also das gewesen. Diese kleine Karte. Verlassen. Ja. So, angeblich 3 Stunden 51 Minuten. In Wahrheit 1 Stunde 41. 150 Siedler, 33 Ehefrauen, 62% Ruf der Stadt. Was nicht 61? Unglaublich. 90 Streikende. 198 Leute rekrutiert, 475 beseitigt, 0 Gebäude zerstört, natürlich, keine Söldner angeheuert. Erzherzogin und keine wirklichen Punkte für irgendwas. Na gut, liebe Gemeinde, das wäre damit diese Karte gewesen. Und nun ja, dann werden wir in der nächsten Aufnahme der nächsten von der Total War Angels Steelwood-Karten nachgehen. Ich weiß gar nicht, welche das war. Ich hatte eine Liste angelegt, welche das sind, in welcher Reihenfolge wir die angehen. Na gut, in der Reihenfolge, wie sie da hochgeladen wurden. Von unten nach oben. Die Ältesten zuerst und so. Aber in erster Linie bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß bei dieser schönen, kleinen, netten Karte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Cheerio!